Und mit einer neuen Mitteilung von der DEG Metro Stars verpflichten Jason Holland von den ERC Ingolstadt. Ich habe mir gedacht, naja, versuchst du mal so ein bisschen den aktuellen Kader bzw. aus der letzten Saison herzustellen, zumindest so weit wie es geht. Und das ist zumindest der erste, den ich so im Kader gefunden habe. Ja, melde ich mich zurück mit NHL 2007. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ich hatte sehr viel zu tun. Und ja, deswegen wollen wir jetzt erstmal rein bearbeiten und feste Reihen machen. Ansonsten ist der, glaube ich, nicht aufgestellt. Denn der ist immer noch nicht aufgestellt, ne? Doch, da, Jason Holland. Gut. Ja. Gut, damit gehen wir direkt ins nächste Spiel. Wir spielen gegen den ERC Ingolstadt. Passt ja irgendwie, ne? Wir spielen zu Hause. Ich habe übrigens auch mal geguckt, wo man Schlägereien annehmen kann. Das ist auf dem 10er-Feld die Nummer 2. Nur weiß ich immer noch nicht, wo ich Schläge austeilen kann. Keine Ahnung. So, und ich melde mich gleich wieder. Bis gleich! Alles klar, es kann losgehen. So, ich habe auch mal geguckt, hier ist normalerweise auf Y ist normalerweise Sprinten. Oh, und das war der Pfosten. Schade. X war Spieler wechseln, C war passen, der Taste war Schuss. Alles klar. So, dann wollen wir noch mal gucken. Nee, geht nicht. Eieieiei. So, Kreuzer. Armstrong grabs the puck. He carries the puck to center. Shoots the puck from the point. Fired the puck just wide of the net. Kreitzer. So, Chris. By weight. Galasevic. He steals the puck. Right on. That's blocked. Good one. Okay, irgendwie klappt das mit dem Sprinten nicht so richtig. Hauptsache, es klappt mit dem Spielerwechsel. Oh. Eieiei. Kreuzer macht es alleine. Versucht es zumindest. Nee. Oh, schöner Pass zu Johnson. Eieiei. Ja, dies war jetzt aber total unnötig, Ferraro. Naja, ich meine, man kennt die Ferraro-Brüder ja nicht anders. Die saßen mehr auf der Strafbank, als dass sie auf dem Eis standen. Man kennt sie ja nicht anders. Okay, erste Überzahl für Ingolstadt, beziehungsweise erste Unterzahl für mich. Jo, jetzt hat's geklappt. Haha, komm her, ich drücke einfach mal die Leertaste. Nee, das geht nicht. Enter geht auch nicht. Nee, keine Ahnung, wo ich drücken muss. Keine Ahnung. Wow, 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 schön. Hoi, hier geht's ja richtig ab. Alter Schwede, Glenn Goodall. Also sowas macht man aber auch nicht. Schäm dich.
Okay, weiter geht's. Eieiei. Der macht doch noch ein Eigentor. Aber Eigentore gibt es ja im Eishockey nicht. Dann wird das Tor demjenigen zugeschrieben, der den Punkt zuletzt berührt hat. Das wäre in dem Fall ich gewesen, glaube ich. Ui. Ah, sehr schön. Ja, dies war ein kläglicher Versuch, ein Tor zu schießen. So, es geht doch schon weiter. Könnt ihr euch mal entscheiden? Ja, Kreuzer noch ist. Schade. Mädels, wir sind in Unterzahl. Überzahl. Die machen uns mit drei Mann fertig. Soweit Küttert noch. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Naja, bei NHL 11, 12 hätte es da jetzt eine 2-Minuten-Strafe gegeben für Torhüterbehinderung. Peter Ferraro. Und auch der trifft nicht. Icing. Naja, gut. Erste Drittel fast vorbei. Es steht immer noch 0-0. Sitzt da. Schön. Reimer setzt sich durch. Naja, nicht ganz. Jo, das erste Drittel ist vorbei. Es steht 0-0. Gute Torchancen auf beiden Seiten, würde ich das mal sagen. Wie steht's denn? 7-3 Schüsse. Naja. 21-13 Checks. 19-17 Strafminuten. Alter Schwede. So, dann machen wir doch direkt mal weiter. Alles klar. Nach 38 Sekunden im zweiten Drittel. Ja. So hat das auszusehen. Nix da. What the fuck? Also okay. Ingolstadt. Glenn Goodall wieder. Naja. Ganz ehrlich, ich habe da keine Strafe gesehen, aber ich meine, das Erheben des Stockes reicht ja schon aus, um eine Strafe wegen hohen Stock zu kriegen. Also irgendwie funktionieren die Tasten nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle. Ei. Da hat der Wade mir den Punkt von der Nase, vom Schläger weggenommen von der Nase. Ah, da ist er ja, der Holland. Ah,
Eieieiei, jetzt wird es ja kritisch. Oh. Wechsel doch mal den Spieler. Schön, Treffi. Endlich. Hey, Peter Ferraro zum 2:0. Vorlage. Tore Wikingstadt und Pellegrims, wenn ich das richtig gesehen habe. Im Nachfassen aber. Hoffentlich wird das nicht wieder so eine einseitige Kiste wie die ersten zwei Spiele. Und? Ach, Mist, da steht ja keiner. Was? Was war das denn? 2-1. Ah, ist dem Treffi irgendwie am Arm abgeprallt oder so. Konnte man schlecht erkennen. Auf jeden Fall steht 2-1. Jakobsen! Eieieiei! Wechsel über die Spieler! Wow! Halten doch! Leute, das gibt nicht! Ja, Sulzer, sehr schön. Vicky, was machst du? Ja, da steht kein Schwein. Aber irgendwie klappt das nicht so mit dem Sprinten, so wie ich mir das vorstelle. Und abseits. Okay. Oh. Ja, das passiert, wenn die scheiß C-Taste irgendwie nicht so richtig funktioniert. Keine Ahnung warum. Und mit dem Sprinten, das klappt ja auf der Y-Taste gar nicht. Na, wenigstens klappen die Bullies. Das ist schon mal sehr viel wert. Icing. Ui, zweite Drittel ist ja auch schon gleich vorbei. Schön gehalten, Jake. Jo, der zweite Drittel ist auch schon vorbei und besteht 2-1. Das kann sich das sehen lassen. Sehr schön. Knappe Führung. Mal gucken, ob wir die auch irgendwie bis zum Schluss halten können. So, wie sieht's denn aus? 10 zu 17 Schüssen, 18 zu 30 zu 27 Checks. 3 zu 15 Bullies. Ja, nee, ist klar. Okay, weiter. Kann Ingolstadt noch einen drauflegen? Geht es in die Verlängerung? Oder sogar ins Penalty schießen? Hey, abgeprallt. Wow!
Das war mehr als knapp. Lass mich in Ruhe. Lauf doch mal hinterher. So, Greg Johnson. What the fuck, was war das denn? Schönes Tor. Einfach mal abgezogen und das auch noch, ja, mehr oder weniger hinter der blauen Linie. Sehr schön. 3-1. Nein, ich kämpfe jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich da drücken muss. Schön. Drei Spiele, zwei Siege. Unser Ruski. Huch. So war das aber nicht gedacht. Was war das denn? Los, einmal auf. Uiuiuiui. Lass mich in Ruhe. Armstrong grabs the puck. Schön geblockt. Eieiei. Die aber auch. Ah, ich habe einen Frosch im Hals. Ah, schade. Lass mich doch in Ruhe! Ah. Icing! What the f... Was ist nur los? Greg Johnson? Warum Greg Johnson? Oh, na toll! Erster Spieler verletzt. Das direkt nach dem dritten Spiel. Oder während des dritten Spiels noch. Ja, okay, wie man es nimmt, ne? Ah, schade. Wäre schön gewesen, wenn der Schneider ein Tor geschossen hätte, weil das war damals der Kapitän von der DEG. Und das hätte man noch schön gehört. Mandy. Alter. Ach Mann. Ja, letzte Drittel ist auch schon vorbei. Fast. Gut, 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 gut. Na bitte, wo macht's denn? Ah, Mist. Uiuiuiui. Ach, schade. Na super. Kann ich mich ja direkt duschen gehen. Das war auch so unnötig jetzt. Aber egal. Ich glaube, das Spiel habe ich eh gewonnen. Jason Haller. Verliert der Puck? Ja, was denn nun? Pfosten. Jung, mach es! Mach es!
Nein! Scheibenkleister! Shit fucking car! 3-2. Aber schön herausgespielt, muss man sagen. Naja, 18 Sekunden bleiben Ingolstadt noch, um den Ausgleich zu schießen. Noch 10 Sekunden. Ah, schade. What the fuck? Ah. 2 Sekunden vor Ende des des letzten Drittels. Ich kann sie auch duschen gehen. Gut. Versuche ich jetzt mal was. Gut. 3-2 gewonnen. Wenigstens wurde das nicht so eine einseitige Party wie sonst. Zwar gewonnen, die nächsten 3 Punkte im Sack. Das heißt Platz 1. Weil Köln hatte ja ein Spiel voraus. Dieter Ferraro. Ich glaube, wir waren nur einen Punkt auseinander. Nein, wir werden es sehen. So, wie sieht denn das Endergebnis aus? 16 zu 28 Schüsse. 63 zu 39 Checks. Ja, nee, ist klar. Und 3 zu 23 Bullies. Das heißt, die haben nur im ersten Drittel 3 Bullies gewonnen. Den Rest habe ich gewonnen. Ja, nee. So, 3 Stars. Peter Ferraro, Sean Talaire und Greg Johnson. Achso, ich muss ja vorher die Aufnahme wählen, ansonsten stürzt das Spiel ab. Also, bis gleich! Und dann melde ich mich zurück. Peter Ferraro, eine super Serie. Einsatz von Greg Johnson ist fraglich. Grippe. Ja, nö, ist klar. So, Mannheim gewinnt gegen Hannover 3-1. Hamburg gewinnt gegen Füchse Duisburg 3-2. Nürnberg gewinnt gegen Augsburg 4-2. Krefeld verliert zu Hause gegen Iserlohn mit 2-3. Und Kassel verliert zu Hause gegen Eisbären Berlin mit 1-2. Jo, erster! Köln nur noch dritter. Na bitte, wer sagt's denn? Und Emmel. Transferbericht. Ja, DG Mietungsplatz verkauft Todd Reardon an ERC Ingolstadt für Jason Holland. Wie wir es ja alle am Anfang der Aufnahme gesehen haben. Oh. Heißt das nicht dann der Erste gegen den Zweiten? Jo, der Erste gegen den Zweiten. Na, das kann ja was geben. Und wir sind nur einen Punkt auseinander. Uiuiui, das wird ein richtig schönes Match. Ich sag mal einen schönen Tag noch, haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss.